So, Ladies and Gentlemen, meine lieben Freunde, Bekannte, heute ist der Tag, wo man sagt Dankeschön, denn das Jahr geht zu Neige. Es sind nur noch 48 Stunden, dann verabschieden wir uns sogar von Cobra 11. Ja, Cobra 11, ich trage immer noch das wunderbare T-Shirt von Erdogan Atalay mit den langen Ärmeln und hält mich warm. Denn wir haben November, am 14.11. geht diese Serie mit den Stars und Sternchen, die wir kannten und kennen, zu Ende. Wir wissen alle, dass einige entlassen wurden oder man hat sich getrennt oder man ist einfach gegangen. Eine ist auf der Bühne, der andere ist beim ZDF. Eine ist sogar auch momentan beim ZDF. Also sie arbeiten schon, die Damen und Herren von Cobra 11. So, einer, der da ist, genannt Semir in der Serie Erdogan Atalay, geht sozusagen im Jahre 2021 sogar in das 25. Berufsjahr sozusagen. 25 Jahre Cobra und wir sind auch Fans. Wir sind seit 25 Jahren Fans. So, man hatte das große Glück beim DSF, wie es das noch gab, in den 80er, 90ern anwesend zu sein und dann halt mal ganz kurz halt auch bei Alarm für Cobra 11, also bei Action Concept. Action Concept, da hilft man aus oder half man aus und hat da kurzweil gearbeitet. So wie jetzt mit Hermann Joa, was er machen wird über 60, weiß ich nicht. Was ich machen werde über 60, weiß ich auch noch nicht. Warum ich jetzt vor laufender Kamera über Alarm für Cobra 11 bzw. Cobra 11 spreche, ist halt, weil es sich wirklich verändert. Also die Cobra häutet sich. Wie oft eine Cobra sich häutet, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Semir viele Kollegen neben sich hatte, männlich. Viele Vorgesetzte hatte, weiblich. Er selber war nur kurzweil Vorgesetzter, aber er wollte nicht. Er war auch kurzweil ausgestiegen, war in einem sogenannten Büro zur Liebe seiner Frau, aber das klappte auch nicht. Erdogan ist an sich ein Mann, ein Colt und eine Mission. Ne? Das ist Erdogan, the first man von Cobra 11. Wenn er seine eigenen Sachen macht, da so Baumstümpfe auseinanderbaut oder irgendwelche Masken da aus Baumstümpfe baut, ist das schon sehenswert. Auch laut, auch gut zusammen gemixt manchmal. Es macht unheimlich viel Spaß, diese Serie Cobra 11 zu sehen. Es macht unheimlich viel Spaß, die Sachen zu tragen als Sweatshirt, T-Shirt, ne, als Kragenpullover, kurzärmlich, langärmlich und so weiter. Es macht einfach Spaß, diese Serie zu verfolgen, in Ruhe zu genießen. Meiner einer hat das große Glück, noch vor laufender Kamera nicht zu sein, sondern das große Glück, zu Hause zu sitzen, es auf einer großen Leinwand zu genießen. Und es macht auch Spaß bei RTL Now, wenn es auch 4,99 Euro kostet. Ich komme auch gleich drauf, warum ich es sage. Ja, es kostet halt 4,99 TV Now und man kann sich das dann Stunden vorher ansehen oder man kann hinein und man kann sich noch was raussuchen. Man kann auch noch andere Serien sehen, so wie Gus und der Clown haben einige gemacht zu Karneval. Es war ja der 11.11. um 11.11 Uhr und komischerweise haben einige den Clown geguckt, warum auch immer. Sie taten es und haben wir darüber auch philosophiert. Der 11.11. war richtig was los. Ich freue mich heute, den 12.11. hier vor laufender Kamera in Ruhe zu sprechen, nicht ständig zu unterbrechen. So, warum kam ich jetzt auf TV Now? Ganz einfach, weil heute in mehreren Monaten, nämlich am 31. März 2020, erscheint Disney Plus. So, und im April, wann genau, weiß ich nicht, aber im April 2020 kommt genau das, was jetzt gedreht wurde und noch wird. Und zwar Erdogan mit seiner Pia, wie die heißen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls wird die dann da eingeführt, weil er verabschiedet ja am 14.11. den Dennis, sozusagen den Daniel Rösner, Winke Winke und so weiter und seinen Papa, der mit einem sogenannten Schiff davonfährt, mit einem Segler. So, wie tränenreich das Ganze wird, weiß ich nicht. Abschied nehmen ist immer so eine Sache. Ja, Abschied nehmen müssen wir halt. Abschied müssen wir halt nehmen. Das ist halt so. So, die Cobra 11 häutet sich. Die Cobra 11 verändert sich. Und trotzdem ist Semir noch da. Und der Nils ist noch da als Hartmut-Freund.
So, Hartmut Freund ist auch da. Grüße. Guten Tag. Hallöchen. Und da war er auch schon, der Kunde. Deswegen muss ich unterbrechen. Also noch einmal Cobra 11. Mir macht es unheimlich viel Spaß, seit 1996 mir diese Serie anzuschauen. Zwischendurch sogar zu sammeln, einige Kernstücke mehrmals zu schauen, auch hin und wieder mit einigen Komparsen gesprochen zu haben. Gut, Komparsen sind jetzt nicht die Helden. Die Helden sind nun mal Semir, Nils und so weiter, also Hartmut. Manchmal weiß man gar nicht, was man da sagen soll. Und alle, die schon mal irgendwie im Kern da waren. Tom hat eine Nachhaltigkeit, ja. Tom Beck, das ist irgendwie nachhaltig. Ob Daniel jetzt auch so eine Art Nachhaltigkeit bekommt, weiß ich nicht. Das entscheidet ihr als Fans. So, ich bin halt nur der Administrator, ich bin Admin und ich behalte mich weit, weit im Hintergrund. Ich werde mich also nicht in den Vordergrund drängen, auch wenn ich jetzt hier vor laufender Kamera sitze, das ist meine Kamera. Und ich mache das natürlich dann immer, wenn ich sehr viel zu tun habe. Und ich persönlich, weil die Maschinen laufen, so wie jetzt, 18.12.1991, laufen gerade 4 Stunden, die ich da bearbeiten muss für einen Kunden. Merkt ihr, Weihnachtszeit. Ich habe sehr viele Aufträge in der Weihnachtszeit. Manchmal so Aufträge 30, 40, sogar 50 Jahre alt. Die sind natürlich dann auf Zelluloid, ist klar. Ist aber ein anderes Material, so wie jetzt dieses Videoband. Ich habe ich euch ja gesagt, 72 Stunden. Video, die ich machen muss, und ihr könnt ja ausrechnen, von morgens bis abends bin ich am Aufzeichnen, am Überspielen, am Herstellen. Ich hatte auch gerade noch einen Zwischenauftrag hier vom Kollegen, der wirklich Arnold Schwarzenegger zu dem Zeitpunkt bewirtet hat. Die Wirtschaft ist hier nebenan. Ich habe sie bekommen, ich habe sie mir gemacht. Es sind zwar nur 7 Minuten, aber diese 7 Minuten sind Erinnerung von meinem guten Kunden, der hier, wie gesagt, sein Restaurant hat. Wenn ich hier so rüberschaue und geistig weiterschaue, würde ich voll in sein Restaurant hineinschauen. Aber leider sind ja hier Häuser davor. Aber ich habe genau jetzt hier, wo ich hier die Kamera habe, genau da, ich werde auch irgendwann mal mit der Kamera das zeigen. Und zwar werde ich das zeigen als Erinnerung, wer schon alles da war. Es war nicht nur Arnold Schwarzenegger da, es waren auch schon sehr viele andere da, die dort gegessen haben. Und wie gesagt, sehr, sehr, sehr netter Kunde, und es macht unheimlich viel Spaß, wenn wir über alte Zeiten philosophieren. Und wie gesagt, er betreibt sein Restaurant, sein Künstlerrestaurant, und ich behalte hier weiterhin mein Künstlervervielfältigungsunternehmen, Medien, Kopien und so weiter. Ist ja auch überall hingeschrieben, so Hall of Fame, für die Star Wars Fans, oder herzlich sind Sie willkommen, Medien, Foto, Filmstudio, Copy im Copy Shop hier vor Ort. So, ich mache das so wie mein Kollege da, Flash, der trinkt sich zwischendurch hier ein Kiffchen. Das mache ich auch. So, wie kann man euch begeistern? Ja, das ist so eine Sache. Wie kann man euch begeistern? Ich habe festgestellt, ihr lasst euch nur begeistern von denen, die angestellt sind. Ja, bei Tube One oder bei Webdia, diese mega großen Filmindustrien, die euch da junge Leute vorsetzen, die euch dann einige Sachen sagen. Denn ich muss mir alles besorgen. Ich muss mir das Sweatshirt, T-Shirt, muss ich kaufen, um es vor laufender Kamera zu setzen. Ja? Ich muss sogar selber herstellen, solche Bilder, damit hinter mir Bilder sind oder neben mir. Ich muss Masken besorgen, wo ich dann zu sehen bin. Ich bin jetzt in einer sogenannten Maske, und damit ihr fürs Auge irgendwas Schöneres bekommt. Also ich bemühe mich, ich kümmere mich, und ich versuche auch immer wieder für euch was Gutes auf den Weg zu bringen. Mehr kann ich ja auch nicht, aber ich versuche es wenigstens. Ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt hier vor Ort, und ich freue mich einfach, wenn ich euch erlebe, so wie die Ostfriesen. Ich erlebe die Ostfriesen, wie die den Film drehen, ja, sogar einen haben, der da mitwirkt, ja, der Oberstar, und wie die alle heißen, ja,
Es macht so viel Spaß zu sehen, wenn Erdogan mit seiner Kettensäge da loslegt und irgendwelche tollen Sachen da macht. Es macht einfach nur Spaß zuzuschauen, ist richtig. Aber ich gehöre ja nun mal zu den Künstlern, die halt auch selber präsentieren, selber auf der Bühne stehen, selber vor der Kamera stehen oder halt arbeiten für die, die dann demnächst dann agieren. Ja? Vor laufender Kamera oder auf der Bühne. Ja, nur jetzt ist richtig, jetzt geht alles zu Ende. So, Cobra 11 geht zu Ende, so wie wir es kennen. Das Jahr 2020 naht, wie gesagt, mit Disney Plus. 2020 naht mit Cobra 11 gehäutet, mit Pia als Künstlerin neben Semir sind sie dann kräftig am Ermitteln und es soll mehr Ermittlung sein wie Explosion etc. pp. Gut, ich weiß nicht, warum Alarm für Cobra 11 jetzt seichter wird, weiß ich nicht. Mir ist ja jetzt schon aufgefallen in der Verabschiedung, wie alles verabschiedet wurde, wurden ja auch nur ein, zwei Autos zerdeppert. Ich hatte das große Glück, dass Nils mir schon die Kernaufnahmen gezeigt hat, wie die gearbeitet haben, wie die Autos da zerschrottet wurden und wie die Abstand gehalten haben, damit sich die Leute nicht verletzen. War ja ziemlich dramaturgisch, wie das da die Autos da kaputt gingen. Und sie haben ja gesehen, Semir hatte sich ja dann auch verletzt und er geht etwas langsamer hinter Dennis her sozusagen und man hört auch einen Knall, man weiß jetzt nicht, ob die, am 14.11., meine lieben Freunde, am 14.11. wissen wir, ob da jemand überlebt hat oder nicht. Jedenfalls ist da was nicht in Ordnung, haben wir ja gesehen. Jedenfalls verabschieden wir auch den Vater und herzlich und auf dem Schiff fährt er dann, winkt dann nochmal und dann geht alles zu Ende, dann wird die Kamera geführt. Und ja, man hat uns zwar nicht gesagt, warum sie ausgestiegen ist, oder ihr wisst schon, wenn ich jetzt meine, die etwas jüngere Polizistin, die als Kommissarin geworden ist, die sich herangearbeitet hat und so weiter. So, den anderen Polizisten weiß ich nicht, ob man in der Rolle, die ihn auch noch zeigt, jedenfalls ist er ja auch der junge Polizist sozusagen. Ich will jetzt nicht so viel erklären, weil ihr sollt das ja selber sehen. Die Insider wissen ja, wovon ich jetzt spreche. So, ich will jetzt auch nicht zu lange machen, weil ich zum ersten Mal wieder Zeit habe. Ich habe also Zeit, weil ich ja 4 Stunden arbeiten muss hier. Will ich jetzt aber keine 4 Stunden reden. Ich beende das jetzt hier. Ich wünsche euch wirklich wunderschöne Weihnachtszeit, Adventszeit. Ich wünsche euch einen tollen Übergang mit Silvester etc. Und natürlich ein erstklassigen Start. Jeden Einzelnen, der jetzt dieses Video gesehen haben sollte, im Jahre 2020 viel, viel Erfolg, Gesundheit und dass wir wirklich im Jahre 2021, wir alle zusammen 25 Jahre Cobra 11 feiern, dass vielleicht alle, die jemals da waren, zu sehen sein werden, ob sie das schaffen, weiß ich nicht. Jedenfalls diejenigen, welche die dann da sind, dass man mit denen da mal feiern kann, sich mit denen unterhalten etc. und pp. Wir haben also 2 lange Jahre jetzt vor uns, wo wir warten müssen. Ja? Und wir haben halt ein paar Monate, wo wir dann mit sogenannten Disney Plus an den Start gehen können, für diejenigen, die Star Wars Fans sind und für die Cobra 11 Fans sind. Ab April sehen sie dann die neuen Folgen. So, ich verabschiede mich auf dem Weg. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ob ich jetzt noch einen Videoclip mache in den nächsten Tagen, Wochen, weiß nicht. Ich meine, ich verabschiede mich jetzt schon. Ich weiß ja, wie sich da verabschiedet wird am 14.11. Ziemlich tragisch. Kann sein, dass da auch bei uns einige Tränen fließen. Also hin und wieder fließen Tränen, weil manchmal drehen die da doch so dramaturgisch, dass es einem zu nahe geht, obwohl das nur Fiktion ist. Es ist Fiktion, bleibt Fiktion. Solange die alle gesund sind und wirklich gesund sind und am Leben sind, macht es ja auch Sinn, einfach nur zu genießen, eine DVD oder Blu-ray rauszuholen, eine Folge wieder oder ganz von vorne anzufangen. Das habe ich ja jetzt gemacht, deswegen hinke ich ein bisschen hinterher. Ich habe also im Jahre 1996 wieder angefangen, wo sehen wir mit dem Hund, wie gesagt. Und dann ging das immer so weiter. Jetzt bin ich mittendrin, wo jemand ausgestiegen, wieder eingestiegen, ja, ist wieder da.
Semir wollte aussteigen, bleibt aber jetzt, weil er ja eingestiegen ist. Ach herrlich, ich finde das so toll, wie menschlich das manchmal gemacht wird, das Ganze. So, und zum Schluss möchte ich mich bei wirklich erstklassigen Fans bedanken, bei Maya und Anita. Das sind ja wirklich die Fans der Krönung. Die müssen an sich schon Diamond haben, müsste mal eingeführt werden, dass auch dort Diamonds verteilt werden. Dass es wirklich diejenigen sind, die wirklich Cobra 11 sozusagen nach außen präsentieren, auch privat präsentieren und wirklich wunderbare Fans sind. Solche Fans sollte jeder Schauspieler wirklich, das machen sie ja auch, ja, Tom Beck zum Beispiel und Erdogan und Nils vor allen Dingen. Also die huldigen schon die Fans, also die gewissen Fans, also die guten Fans. Und die anderen Fans sind halt Fans. Okay, meine Einer ist ein Admin. Ich bin der Admin und ich bin nix. Bin ganz weit außen, bin im Dunkeln. Ich kriege einen Anruf, mach fertig und kriege keinen Anruf, dann mache ich selber fertig, so wie jetzt, weil ich jetzt Zeit dafür hatte. Ja, so ist das. Ne? Und ich habe immer noch den 18.12.1991 ja, da auf der sogenannten Pfanne und bearbeite das für den Kunden. Ja. Der Kunde hat also schon 10 Einheiten geholt, also die Hälfte habe ich schon geschafft. Jetzt muss ich noch 4 Stunden, also 40 Stunden muss ich noch machen und dann ist das erledigt. Also bin ich fast, aber waren ja nicht immer 4 Stunden. Manchmal waren es nur 15 Minuten, 60 Minuten, 180 Minuten und jetzt momentan habe ich halt die etwas größeren auf der Spule mit 240 Minuten. Ja, ist das halt. Ja, also in dem Sinne, meine lieben Freunde, Alarm für Cobra 11, Cobra 11, die Autobahnpolizei. Bin wirklich gespannt, wie der Text wird. Bin wirklich gespannt, wie sich die Cobra gehäutet hat. Bin wirklich gespannt, wie die beiden zusammen agieren. Ja, wie das dramaturgisch gemacht wird. Hinterm Set, ja, also am Set selbst. Da war alles okay, die haben sich wirklich gut verstanden. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, Pias eigene Videoaufzeichnungen zu verfolgen. Das hat wirklich Spaß gemacht, vor allen Dingen im Sauerland und alles. Wie sie Neopren angezogen, dann ins Wasser musste und so. Wie gesagt, Erdogan, / Semir auch, der dann noch geschützt wurde mit jemandem, der ihn dann halt aus dem Range der Kamera immer in der Nähe war für einen Eingriff im Notfall, damit ihm ja nichts passiert. Also ist sehenswert, solche Arbeiten. Vielleicht sehen wir uns im Jahre 2020 mit laufender Kamera in Köln, in den Studios und bei der Autobahnpolizei, bei Hermann Joa, wer weiß. Wir arbeiten dran. Ich weiß nur, dass unsere beiden, die ich gerade genannt hatte, Maya und Anita, dass die beim Wilsberg auflaufen. Sind eingeladen, die dürfen also beim Wilsberg da mitrangieren und helfen und sich anschauen und was weiß ich nicht alles. Also ist schon, also ist, ich finde es super, ich finde es richtig klasse, dass einige Fans doch sehr nahe an die Stars herankommen und dass die Stars sich sehr nahe an einige Fans herantrauen, mit denen agieren, sich mit denen unterhalten, dass sie sogar Flats haben über WhatsApp und so weiter. Dass sie separate Spuren haben, wo die sich austauschen, miteinander reden und auch Geschenke austauschen und Einladungen verteilen. Ich finde es super. Ich finde es super. Wie gesagt, ich bin Administrator, bin Admin. Ich habe sowas nicht. Ich bekomme auch sowas nicht. Ich habe also auch keinen Kontakt, persönlichen Kontakt zu den Schauspielern. Weil meistens, wenn hier einer aufkreuzt, wenn einer hier vorbeikommt, wenn einer sich hier hinsetzt, ist meistens Arbeit. Es freut mich natürlich, dass das, so wie das jetzt hier, ne, das ist auch, wie gesagt, eine Künstlerarbeit vom ehemaligen DSF. DSF gibt es nicht mehr. Ja, es gibt diesen Sportsender nicht mehr, wo auch Hermann Joa seine Videos da präsentiert hat. So, ist eine tolle Geschichte, ja, aber wie gesagt, ich muss ja dann arbeiten. Ne? Ich muss dann arbeiten und man philosophiert schon mal. Es freut mich auch wirklich, wenn im Nachhinein wir auch im grünen Raum, also Green Room, arbeiten kurz und wenn ich hier einen einblenden darf, der mitmacht, der spontan irgendwas macht. Die Laudatien habt ihr ja sicherlich auch gesehen. Einmal krass Schule, wie gesagt,
dann Frank Wendler mit seiner Musik und dann, wie gesagt, Cobra 11, Nils und wie gesagt, die haben ja ihre Hommage bekommen. So, als Admin verweile ich jetzt wieder im Dunkeln. Wann ich nochmal ans Tageslicht komme, weiß ich nicht. Jetzt ziehe ich mich halt zurück, mache dieses Video fertig, zeige es. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich. Wenn nicht, freue ich mich auch. Okay?